Hey! Herzlich willkommen zu Zelda Breath of the Wild. Wir gehen direkt mal rein. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich sitze hier, ich spiele Zelda für euch, mit euch. Und letzte Folge waren wir auf dieser Festung. Und ich muss aufhören, so zu reden, weil es voll scheiße klingt. Ja, wir waren hier, haben nicht gewusst, wie es weitergeht. Ich habe euch auch aufgefordert, mir zu sagen, wie ich das denn machen soll. Dummerweise werde ich das jetzt nicht lesen können, weil ich bin in einer Session. Ich werde es mir aber dann im Nachhinein lesen. Reinziehen und dann werde ich versuchen, da später nochmal hinzugehen zu der Festung. Ich habe ja hier den Teleportpunkt activated und wo bin ich denn eigentlich ungefähr? Ja, da ist der Turm, aber da kann ich jetzt natürlich nicht hin teleportieren, aber ich kann da hin teleportieren oder da. So, und ich will jetzt Richtung Norden weitergehen. Ganz geil, ey. Am Anfang habe ich doch noch, wisst ihr noch, ich habe da Ewigkeiten gebraucht, die Karten zu entdecken. Ich habe ja da immer wieder gesagt, ich habe das doch eigentlich gar nicht so gebraucht. Ich habe doch genauso sonst auch den Weg gefunden. Jetzt merke ich aber gerade unten rechts, ist schon scheiße, wenn alles dunkel ist. So, ich muss mal kurz meine Sachen weglegen gleich. Da blitzt schon wieder wie wild, du hier. Schon wieder wilde am Blitzen, du hier. Ablegen. Oh, das Schild legen wir auch noch ab. Das ist auch noch Metall, du. Mann. So. Und jetzt können wir natürlich auf den Schrein gehen. Da habe ich schon eine Markierung gesetzt. Nee, wir wollen in den Schrein hier rein, Freunde. Ha, habe ich was vergessen? Letzte Folge haben wir den Schrein hier aktiviert. Und ich war noch gar nicht drin. Wow. Da freue ich mich jetzt drauf. Jetzt können wir erstmal einen schönen kleinen Schrein machen, um erstmal reinzukommen in den Tag. Ich habe auch noch kleine Bananen da. Hier, wollt ihr mal sehen? Die sind ganz süß. Die sind so kleine. Kleine Bananen. Ganz kleine Bananen. Ich nehme die cool. Gönn ich mir nachher noch eine. Oh, das sieht aus wie eine Kraftprüfung. Ja, aber wie? Mittel? Leicht. Da können wir nur drüber lachen hier mit einer leichten Prüfung. Trotzdem geil, wir kriegen ja trotzdem ein Wichterschwert oder sowas. Ich werde jetzt, weil ich arrogant und hochnäsig bin, jetzt auch keine Buffs nehmen, sondern einfach nur mit Skill diesen leichte Prüfung bestehen. Der hat nur ein einziges Ding. Ach komm, bitte. Ich bitte dich. Wer bist du denn? Wer bist du? Ha, wer bist du? Dich mache ich doch mit dem Knochenbockstock, mache ich dich doch. Ich weiß genau, was jetzt alle Leute denken. Der stirbt 100 Pro. Viertelherz. Okay. Ich zieh's mir ein Viertelherz durch. Ich bin tot. Nein, okay. Ah, es war so klar. Es war so klar. Wie Klos Brühe. Es war klar. Aber ich habe Bock drauf. Ich hatte Bock auf dieses Hochnäsige. Weil dann krieg ich Adrenalin. Dann kriegt das Herz. Dann will ich es euch auch beweisen. Und mir. Aber es hat nicht geklappt. Komm mal hier. Wir machen es nochmal. Ich konzentriere mich nur diesmal besser. Und ich mach's nicht mit dem Bockstock. Den finde ich ganz geil, der kann eh nicht mehr lange, dann kann ich den noch schmeißen. Jetzt komm mal her, du Freunde. Komm mal her, du. Mit 375er da, das ist auch nix so hier. Mann. Ich brauche ein Schild aber auch noch. Komm, hier, nimm mal ein Schild raus hier. Schild raus. Oi, schon fast tot wieder. Ich bin einfach der Geilste. Oh, das war Glück. Jo, jetzt mache ich dir noch mal ordentlich Damage und ich hab dich. Jetzt kommt er noch mal her und ich mach den hier. Oh, scheiße, er macht das da. Okay. Ja, umso besser für mich. Oh nein. Komm, schlag mich. Jetzt habe ich dich. Tschüss. Nein! Es macht aber Spaß. Ach komm. Ich mache ihn jetzt. Die fucking leichte Prüfung, ey. Das ist alles, das ist zu leicht für mich.
Ja, da packe ich erstmal mein Magnetenmodul raus. Man, Regmer ist hier. Mit der Regmer, kommt er hier rein, hier mit dem Schwein hier. Zeugen der Bewährung brauche ich hier. Dann habe ich 8 Stück hier. Dann kann ich mir 2 Herzen holen, Freunde. Jetzt schießt er erstmal. Diesmal lerne ich. Komm, schieß. Was willst du denn, ey? Geh weg. Jetzt hab ich dich. Komm. Oh, ich hab kein Schwert. Das ist echt eine Katastrophe gerade. Das ist echt eine Katastrophe. So, mit dem Viertelherz mache ich ihn jetzt. Okay, Ehrgeiz, ich bin ruhig. Viertelherz. Mein Gott, langsam ist es wirklich Comedy jetzt, aber ungewollt. Ich mache das nicht mit Absicht. Oh, es ist halt, so muss sich der FC Bayern fühlen, wenn er gegen, was weiß ich, nach einem Champions League Ausscheiden dann gegen Mainz 2-2 spielt. Und wer jetzt denken wieder die Leute, die mich kritisieren, oh, er denkt wohl, es wäre Champions League, was er zockt. Nein, es geht um die Metapher, ihr wisst, was ich meine. Es geht darum, dass man schon eine schwere Prüfung bestanden hat und dann so eine leichte spielt und dann so denkt, ja komm, das ist ja ein Selbstläufer. Und dann ist es kein Selbstläufer, darum geht's. Ich sehe schon die Kommentare da von den Leuten, oh, er denkt, er wäre Champions League, er denkt, er wäre der FC Bayern München, er ist eher irgendwie der VfB Stuttgart. Was für mich ein Lob wäre wiederum. Ey, ihr wisst schon, was ich meine. Komm, ich mach den jetzt. Okay, Konzentration, ich sag jetzt gar nichts mehr. Kein Schwert in der Hand, dammit. Mein Gott, ey. Kann doch nicht wahr sein. Da konzentriert er sich einmal und dann geht er sofort. Oh, ich darf nie wieder das auf der linken Arschbacke abdingsen, ey. Carlos Ancelotti war jetzt hier und hat mich nochmal wachgerüttelt und gesagt, nein, auch gegen Mainz musst du da nochmal Champions-League-Leistung bringen. Ja, ist gerade sehr aktuell, weil wirklich Mainz gerade jetzt am Wochenende 1-1 gespielt hat gegen den. Ihr merkt schon, okay, das kann ich mal direkt ausrüsten. So. Und was ist hier? Das brauche ich nicht. So. Eine Wächteraxt, die ist geil. Was hatten die? 30. Und die hat noch so einen, guck mal, Gnadenstoß. Was auch immer das bedeutet. Oh, aber es war trotzdem lustig jetzt. Mich beschäftigt eine Frage. Kann ich diese Dinger hier auch zerstören? Ja. Alles klar, wollte ich nur kurz wissen. Ja, oh Mann, ey, ich sehe schon. Das war wieder ein Classic Donny. Geht er da rein? Arrogant. Überheblich. Antiker Riesenkern. Sondoroko de Yananena Nishtenmeister. Der hat große Kerne, sind ein seltener Fund. Ein Forscher könnte wissen, wie man sie verwendet. Das war der Eieiei-Hubschrauber. Dann fliegt er so weg. Oh, Leute, ich bin gut drauf. Wie geht's euch so? Schön, dass ihr noch dabei seid. Es neigt sich auch irgendwann dem Ende zu, ne? Ich glaube, jetzt noch ein paar Folgen rumlungern und dann ist aber auch mal hier zacki-zacki-Dungeon hier, zacki-zacki. Ja, schön mal den Dungeon nehmen. Okay, die Bewegung sollte ich so nicht machen. Schön mal den Dungeon nehmen. Oh, wie kann er nur an einem Tag so viel Müll reden? Denkt ihr euch sicher? Ich sage euch, ich weiß es nicht. Ablügen hier die Scheiße. Das blitzt hier wie Sau, du. Ich nehme einfach den hier, der blitzt nämlich nicht. Hm? Wo ist der Holzbogen? Der blitzt auch nicht, alles klar. Und ein Holzschild habe ich auch. Guck mal, ich mache einfach jetzt die Holzvariante, die Hippie-Version.
So, was ist das? Das sieht auch irgendwie... Ich sehe nichts wegen dem... Es ist richtig Regen jetzt hier. Da, hier seht ihr das? Da ist, so, da ist doch was in der Mitte. Na klar ist da irgendwas in der Mitte. Sonst werden die Bäume doch nicht in so einem Kreis... Guck mal, wenn es wieder blitzt, seht ihr es gleich. Guck mal, hier... Guck mal. Das ist doch mega, mega auffällig. Da ist doch was. Hör mal. Hör mal, Mäuschen, da ist doch was, Kids. Da sehe ich doch. Hier ist ein Krog, das ist doch Krogsamen hier irgendwas. Upsalai, upsalai. Ah, cool, Gebetsding. Perfekt, weil ich will eh wieder welche ablegen. Oh, voll der geile Boden hier. Ah, okay, wegen dem Regen. Ey, cool, dann mache ich das hier. Wieso ist jetzt hier mitten am Arsch der Welt so ein Gebetsschrein? Ich hier bitte Herzen. Ja. Ich möchte einen Herzcontainer haben. Dann haben wir nämlich 10! Das sieht so Sailor Moon-mäßig aus. Sonderbar! Kandarokoya! Und wir machen noch Ausdauer eine. Oh, habe ich jetzt einen vollen Ring damit? Ich glaube schon, ne? Oh, geil, ich habe jetzt einen vollen Extra-Ring, glaube ich. Weil die geben immer ein Drittel. Nein, doch nicht. Also ein Fünftel geben die, oder was? Ein... Ah, doch ein Fünftel. Also jetzt 2, 3, 4, ja. Ich habe jetzt also schon... Aber ich habe dreimal erst Ausdauer geholt. Warum habe ich dann jetzt... Mifas Gebet ist bereit. Check ich irgendwie nicht so richtig. Okay, danke Mifa, du bist geil. Ich bin geil, wir sind geil. Let's do this. Wo ist denn der? Da ist er. Ja, wir müssen ja eh in die Richtung. Das ist ja Richtung Norden, oder gerade? Ups, Karte. Ja. Ich will ja eh da richtig. Ich will ja zu diesem Rüstungstyp. Da ist irgend... Oh, sollen wir die Kiste uns holen? Oh, da sind wir mitten im Wasser. Eieiei, ich weiß nicht. Ich gehe lieber mit dem Boot dahin. Das schwimmt von alleine hier, oder was? Aber ich habe keinen Kokfächer. Dingens. Ach scheiße, ich will hier gar nicht drauf. Wir machen es so. Warte mal. So geht's natürlich. Ja, die Kiste ist mir jetzt egal. Scheiß drauf. Wir wollen Richtung Norden, da ist ein Schrein und da ist dieses andere Institut, glaube ich. Und da kriege ich dann, habe ich vielleicht, kann ich mir eine Rüstung holen oder sowas. Ich hab 1 Million Federn. Ist es das Meer? Schön hier, ne? Guck mal. Ah, oh, schon wieder so eine Nervensäge. Tschüss. Geh, hau ab. Ah, 2 oder was? Oh, eine große Nervensäge auch noch. Na gut. Dann musst du halt jetzt dran glauben mit meiner Wächteraxt. Ja, Mann, oh, den habe ich ja richtig nice weggepickt. Die Klinge hole ich mir, die hat 40. Die ist nice. So, den braucht man nicht. Ja, 40, nice. Okay, weiter geht's. Cool. Kühl! Soll ich am Weg entlang laufen oder querfeld einen? Die Frage ist doch klar. Ist doch gar keine Frage. Ist doch gar keine Frage. No, I don't want no scrub. Scrub isn't gonna go and get no love from me. Sitting in the passenger side in his best friend's ride. Try to holler at me. Hier ist ein Riesenskelett. Steht er auf? Bitte nicht. Hey, das ist doch irgendwas hier, oder? Das ist doch irgendwie, ne?
Reiselanze? Nee, komm. Edelbild. Tschüss. Tschüss, Mate. Tschüss, Mate. Ich hab nix aus Metall. Du kannst mir gar nichts, du Blitz. Guck mal, wie lange ich jetzt mittlerweile rennen kann. Schon geil. Man kann ja sogar zwei Ringe drüber haben, ne? Ich glaube, vielleicht sogar, kann man sogar drei? Gibt es dann irgendwie ein Maximum oder so? Es gibt auf jeden Fall kein Maximum für Augenringe, das weiß ich auf jeden Fall heute. Wo ist denn der Shriny Barney? Da, ich habe ihn doch markiert, Weirdo. Shriny Barney, markiert, Weirdo. Wahrscheinlich ist es besser, wenn ich mal auf den Wegen laufe, ne? Weil da findet man wahrscheinlich öfter Kruxsamen und so, ne? Also. Und so Rätsel und so, ne? Weil da kommen natürlich auch immer diese Ninjas, die nerven. Die Geschichte dieser Ninjas, die würde ich mich auch nochmal interessieren. Obwohl, ich meine, ich war ja bei denen im Lager, aber ich habe nicht ganz verstanden, warum die so mir so feindselig gegenüber sind. Ich meine, das sind ja auch Menschen. Und ihr Boss hat mir doch auch sozusagen Respekt gezollt. Was geht bei dir ab? Meister Koga, jetzt ein pummeliges Bräuchchen. Ich meine, möchte ihn knuddeln, Meister Koga? Erzähl doch nichts, du kennst ihn nicht. Aber keine Sorge, ich sag dir alles, was du mir sagst. Meister Koga? Wie kannst du es wagen, seinen Namen zu vergessen? Du, den... Ah, schon wieder so eine Yigi-Bande, Alter. Was wollt ihr denn immer von mir, ey? Die hat aber was Geiles. Das will ich haben. Das sieht geil aus. Geile Waffe. Ist die noch schneller als die anderen? Nee, aber die ist gleich tot. Ja, okay, die ist aber schon ein bisschen besser als die anderen. Ich brauche mal was zu essen. Ja, nachher killt die mich nicht. Ich habe auch schon länger mit mir gespeichert. Warte mal. Wir nehmen mal. Nee, die Buffs will ich jetzt nicht nehmen. Wir nehmen mal Fleischspieß. Der war nice. Ah, shit. Aber ja, okay, gut, wenn sie gleich zerbricht. Tschüss, du bist tot. Ich habe eine fucking Wächteraxt auf dich geschmissen. Das kannst du nicht überleben. Aber die Waffe ist geil. Uiuiui, Dämonenring, eine Waffe der Jägerbande, ihre Furcht, einfließende Form, so dann gebe ich dazu den, die Gegner aufzuschlitzen. Oh, die ist ja cool. Geile Waffe. Die nehme ich direkt. Cool. Oh. Der hatte ganz schön viel Rubinen. Aber auf jeden Fall, also der Ninja oder die war krasser als die anderen. Nicht von der Stärke her. Oder von den Hitpoints, oder wie heißt es hier? Die Energie, die halt haben, Lebens... Aber die war super schnell. Oh, das ist wieder so ein 400er. Headshot. Oh, scheiße, ey, die ziehen so fett ab. Ich hätte das andere nehmen sollen. Naja, egal. Mach dich mit euren Ninja-Waffen mal richtig platt. Oh, okay, gut, dass Mifa da ist. Okay, jetzt mache ich ihn aber platt. Oh, ey, der ist... Boah, der ist wach. Der ist hellwach. Alter, scheiße. Eine Fee! Scheiße, ey, der macht mich richtig fertig gerade. Ey! Ich hab noch gesagt, ich hab ihn länger nicht mehr gespeichert, ey, dieser Scheiß-Ninja! Scheiß Ninja da mit Melonen unter den Armen, du. Ah, hier ist doch, ja, doch hier gespannt. Auto speichern hier. Mann, du. Die spreche ich nicht nochmal an. Ja, Glück gehabt. Ich habe also die Waffe noch und Mifa auch noch. Autospeichern ist der Freund von mir. Ist der Freund von mir. Autospeichern ist mein Freund, wollte ich da mal sagen.
Du hast doch Melonen unter den Armen, hast du doch hier. Du hast Melonen unter den Armen, hier, so läufst du rum wieder mit den Melonen unter den Armen, oder was? Oh, da ist wieder Jerry, oder? Ist es Jerry? Terry? Terry, glaube ich. Erstmal den Schrein und schon wieder ein Stall. Also Ställe gibt's hier wie Sand am Meer, hey du. Kartoseschrein, Kartoseschrein. Es ist der Kartoseschrein. Es ist der Kartoseschrein. Er war schon immer da. Es ist der Kartoseschrein. Ich sitz auf meinem Truck und fahr durch die Prärie. Der Kartoseschrein ist immer da für mich. Ich hatte mal ein Girl. Sie war ziemlich heiß. Sie ging gerne rum und gerne auch in den Kartoseschrein. Okay, jetzt wieder. Oh, ist wieder ein Geschicklichkeitsdingens. Aber den kriege ich doch jetzt mal hin. Ach, guck mal, hier. Fußball. Ha! Wie, das war's? Okay, warte, ich muss es besser löten. Ja, komm mal. Komm wieder einen neuen, bitte. Gib mir einen neuen Ball. Ich brauche einen neuen Ball. Okay, nochmal. Okay, nochmal. Komm, gib mir eine Kugel. Ach, man muss immer wieder raus und rein, oder was? Okay. Okay, das war eher Kreisliga. So, gucken wir mal, ob wir Bundesliga schaffen, beziehungsweise Champions League. So muss ich den eindrehen. Okay, das geht gar nicht. Komm, jetzt nochmal schnell. Und jetzt hau das Ding weg. Okay, das war nicht mal F-Jugend. Spielfehler, habt ihr gesehen? Oh. Schwieriger, als es aussieht, Freunde. Jetzt geht er wieder weg. Komm, hau ihn. Ich weiß nicht, wie ich das... Okay, mal ganz ruhig. Ich halte ihn jetzt mal weg. Nee, jetzt... Ja, toll. Ja? Ja? Ach, dammit. Ja? Ja! Ja. Okay. Jetzt haben wir da ein Dings zum Fliegen. Ein fliegendes Gefährt, auf das wir draufgehen können. Mit dem können wir darüber fliegen. Schauen wir mal auf und uns ein Zeichen der Bewährung holen, ja. Zeichen der Bewährung holen, ja, ja, ja. Wir holen uns ein Zeichen der Bewährung, hey, hey, ein Zeichen der Bewährung, hey, hoi, ho. Immer gucken, ob noch eine Kiste da ist. Ah, guck mal, wie ich dazulerne. Ich hätte jetzt sonst, früher hätte ich das einfach gleich hier angedings hier, dann hätte ich jetzt keine Kiste mehr holen können. Was ist denn hier los hier? Freunde der Sonne. Da kann man, okay, das wird aktiviert und hier muss ich wieder was einlochen, damit ich, ah, jetzt wird es ja schon ein bisschen schwieriger. Oh. Okay, nochmal. Nee, so muss ich dann und dann so. Ah, der wäre geil gewesen. Oi, oi, oi. Aber ein bisschen doof finde ich, dass man jetzt nicht gleich die Kugeln einfach wieder kriegt. Dass man immer wieder raus muss, das nervt. Komm, nee, kriege ich nicht mehr. Okay, der ist komplett verkackt. Ich will mal kurz was probieren. Neigungssteuerung aus, habe ich doch. Aber man kann es nur mit Neigungssteuerung machen, okay. Schade, ich dachte schon, vielleicht kann ich so ein bisschen um die Ecke cheaten. Wow! Was war das denn? Das wollte ich gar nicht. Reg mal es. So, jetzt mal ganz ruhig hier. Nein, da wollte ich. Das schaffe ich. Come on. Jetzt komm, entspann dich mal. Entspann dich mal.
Nimm mal einen Krugsamen hier. Entspann dich mal mit einem Krugsamen. Ne? Krugsamen, Entspannung. Oh, geht's so? Und jetzt hinten rum? Komm, ich weiß nicht. Ja? Okay. Jetzt. Wie? So, okay. Das ist die Richtung. Und jetzt. Nee, weiter zurück. Okay, jetzt krieg ich's langsam raus gerade. Und jetzt so eindrehen, ne, so. Das ist vor und zurück. Okay, also noch mehr so eindrehen. Und jetzt so. Oh. Okay. Wie das aussieht hier, wie das aussieht, was ich hier mache. Ach, fuck. Ja, da kannst du nichts machen, ey. So, jetzt beruhig dich mal kurz da drüben. Ist der jetzt noch? Okay, der ist dann so. Ich mach den jetzt so. Und dann nehme ich den so hinten rum. Okay, nochmal ganz ruhig. Der ist, die Kugel liegt aber auch an so einer Scheißstelle, ey. Das ist genau. Oh, ei! Nein! Ah, wir müssen gleich Werbung machen. Okay, komm, 10 Sekunden noch. Ein mega geiler Schuss. Komm! Wir müssen Werbung machen. Leute, bleibt dran. Wir sehen uns gleich wieder, dann schaffe ich das. Bis gleich. Willkommen zurück zu Knallhart durchgenommen, Neigungssteuerung verstehen. Regeneriert rein. Nochmal. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich versuch's mal so zu halten, dass ihr sehen könnt, dass, wie schwierig das eigentlich ist. Das passt doch eigentlich. Jetzt muss ich es doch nur... Nein, geh zurück in die Richtung und wieder zurück da runter. Und jetzt, guck mal, ich muss den Winkel so. So muss ich ihn ja treffen. Ne? So. Was ist denn jetzt? Das passt doch jetzt. Jetzt passt doch, glaube ich. Ja! Ja, mehr Power! Mehr Power. Power Rangers, Alter. Oh, mehr Power hier. Mehr Power auf der Regmess. So, und jetzt geh. Nein! So. Oh, jetzt kommen wir jetzt mit voll Power. Ja! Mehr Power auf der Rigmarigmes! Wie kriegt man denn mehr Power hin jetzt hier, du Scheiß? Ja, jetzt. Ja, Rigmarigmes. Rigmarigmes! Nein! Ja! Do you smell what the rock is cooking? Ja! Und das, natürlich ist da drin jetzt ein fucking 50er Rubin. Ist doch klar. Einfach um einen zu trollen. 50 Rubin. Wow! Hohohoi! Lundodataya! Ein Eisgroßschwert. Ein magisches Schwert aus dem ewigen Eis der Hebraberge. Schwinge es, wenn die Klinge blau leuchtet, damit es tödliche Kälte aussendet. Ist das ja mal geil. In der Tasche ist kein Platz. Nee, dann nehmen wir sie nicht mit. Ich brauche meine Mockbin-Keule.
Ist klar, Leute. Ciao. Boah, die Waffe ist cool, ey. Haltbarkeit hoch. Das ist aber gut. Aber was heißt... Warte mal, das andere Symbol. Eis... Weil, guck mal, Haltbarkeit hoch, aber Eishaltbarkeit hoch. Was heißt, also, hat das was, sind die verbunden? Ach, Donny, hör doch einfach auf nachzudenken. Hat noch nie was geholfen. Nimm's einfach an, es wird schon gut sein. Fertig ist die Kiste. Geil, Leute. Finde ich gut, dass wir hier hartnäckig geblieben sind und uns das geholt haben, bevor wir uns das Zeichen der Bewährung geholt haben. Und ich rede auf einmal wie ein Roboter. Ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast. Donny, vielleicht sollte ich mal ein Let's Play komplett eine Folge nur so reden. Und jetzt gehe ich auf den Berg hoch. Ich habe mir jetzt ein Zeichen der Bewährung geholt. Diese Zeichen der Bewährung, die sind ganz toll, denn ab 4 Stück kann man sich ein Herz oder einen Ausdauercontainer holen. Ich habe das für dich einmal gegoogelt, Donny. Ich habe das dazu gefunden. Galopp, Eishörlin kannst du zerstören, indem du das Fadenkreuz auf sie richtest und A drückst. Okay, letzte halbe Stunde ist Kappenzeit, Alter. Ich weiß es. Ihr habt Bock drauf, ich hab Bock drauf. Wir machen's. Kappe, let's go. It's raining, man. Hallelujah, it's raining, man. So. Ja, Mahenya, Stall von Ostakala. Oh, guck mal, dem regnet so weizig. Oh, das kenne ich gar nicht. Bei uns ist immer alles nur voll mit Vulkanzeugs. Ich sehe da direkt einen Schrein. Wir machen eine Schreinfolge draus heute, Leute. Holzbogen, nein, brauche ich nicht. Ja. Pferd abholen. So einfach geht das. Leute. Ich habe es jetzt verstanden. Ich muss bei den Stellen, kann ich meinen Hanyolo abholen. Jo, Pferd mitnehmen, alles klar. Gib mir mal mein Hanyolo. Wo ist er? Oh. Tut mir leid, dass du warten musst. Danke, dass du auf der Straße reitest. Folgt deinem Pferdinstitut den Weg. Also musst du nichts weiter tun. Genieß einfach die Aussicht. Oh, cool. Ach, das ist ja mal auch interessant. Alter, das ist der Klassiker. Wie gesagt, ich lerne so viele Sachen, die man wahrscheinlich... Guck mal, der fängt seinen eigenen Schwanz. so viele Sachen, die man einfach wahrscheinlich in den ersten 3 Stunden lernt, lerne ich halt jetzt erst. So. Dann fahr doch mal jetzt los und folg dem Weg. Das will ich mal sehen jetzt hier, ob du dem Weg folgst. Ja, stimmt. Ach, das ist aber cool, dass er dem Weg folgt. Das ist eine gute Eigenschaft. Komm, überfahren wir den? Nein, da geht er aus dem Weg. Ja, aber der geht doch gar nicht jetzt den Weg lang. Geh mal am Weg, Freunde. Aha, gerade wollte ich es noch loben und dann hat es aber nicht geklappt. Oh nein, jupp, Hanyolo. Täschel dich erstmal in der Runde, du Geile. Täschel dich mal. Jo, komm, jo. Wieso hat denn der jetzt nicht den Weg gefolgt eigentlich? Weil ich im Sprint war vielleicht? Ich versuch's nochmal. Komm, der ist schon ganz schön störrisch. Der will immer irgendwo anders hin. Zielfassung. So, warte mal, wenn man einfach so geht. Ne, jetzt ist er. Guck mal, der ist jetzt einfach nichts abgebogen. Habt ihr gesehen? Ich habe nichts gedrückt. Was ist das? Die sind so schwer zu reiten, ey. Jetzt schon wieder. Er rückt rechts ab. Warum? Schau auf. Du bist jetzt halt getriezt, Alter. Schon wieder einfach rechts abgebogen. Gar nichts gemacht.
Na gut, dann müssen wir es halt so bewusst reiten. Aber ja, hätte er gesagt. Wenn man einfach auf dem Weg reitet, kann man die Aussicht genießen. Ja, was für eine Aussicht hier. Ist das immer noch der gleiche Vulkanberg, auf dem ich schon mal war? Also wo die Goronen sind? Kann eigentlich nicht sein, oder? Doch. Achso, ich bewege mich jetzt quasi gerade nach Westen. Obwohl ich eigentlich nach Nordosten wollte. Aber wenn ich einen Schrein sehe und einen Turm, dann hole ich mir die halt, ne? Jetzt ist er wieder einfach nach links gegangen. Ups. Wo ist denn der Schrein jetzt wieder hier? Ja, dann gehen wir jetzt halt direkt auf den Turm, ne? Kennen wir gar nichts. Muss man mal links und rechts gucken, ob irgendwas Interessantes ist. Ah, das ist die Festung wieder. Ah, das ist wieder die Festung. Ich Depp. Das ist die Festung. Da will ich nicht hin. Okay, das war doof. Ja, scheiß drauf. Ja, ich glaube jetzt, der eine oder andere Zuschauer fragt sich jetzt, was macht der denn jetzt? Wieso geht er jetzt wieder zurück? Ich kann es euch erklären. Ich habe gerade eben erst gemerkt, dass ich mich Richtung Westen bewege und auf diesen Turm zu, auf dem ich schon war, habe ich jetzt auch erst bemerkt. Ich will aber eigentlich nach Nordosten. Das heißt, je weiter ich mich jetzt dahin bewege, desto mehr gehe ich in eine Richtung, die ich nicht wollte, weil ich weiß immer noch nicht, wie ich die Festung einnehme und ich will nach Nordosten Rüstung holen. Deswegen machen wir das jetzt. Und deswegen habe ich jetzt sehr bestimmt und kurz entschlossen gesagt, ich telefoniere zurück. Jetzt wisst ihr warum. Aber ich weiß jetzt, wie man fährt. Ich bin einfach falsch, in die falsche Richtung losgeritten von vornherein. So, ich hole mir jetzt nochmal Hanyolo. Und da muss ich in die Richtung. Ich bin einfach falsche Richtung gedingst. Los, geheizt dir. Jo. Mitnehmen. Nein, abholen, jawohl. Ciao, bei Hannover. Ciao. Unterwegs, sagt der Pferd mitnehmen. Dauert das jetzt nicht? Hat es mich eigentlich Geld gekostet? Vor allem im Galopp ist es recht schwierig, die Richtung zu ändern. Also musst du auf die Hindernisse achten. Reite also am besten nur damit höchstgeschwindig, wenn genug Platz hast. Ja. Ist das Hanyolo? Ja. Hanyolo, let's go. Go Richtung Norden. Ich hab echt wie ein Scheißpferd, hab ich das Gefühl. Oh, das ist das. Ich glaube, das ist es. Da ist es doch! Das ist doch das Institut, Leute. Geil, da kommen wir schneller hin, als ich dachte. Das sieht doch genauso aus wie das andere. Es hat auch so ein Fernrohr. Ja, geil. Ganz bestimmt. Oh, hier ist ein Wächter. Ciao. Oh, mach hin, Alter. Beweg den Sprint. Oh, oh. Ui, das war knapp. Ei, 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 ei. Geh weg da. Ah, Institutsan. Okay, hier muss ich vielleicht wieder Feuer holen, so wie es aussieht. Das ist genau das gleiche wie bei dem anderen. Ja, geil, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich so schnell dahin komme. Okay, wer ist das hier? Wow, wow. Für Tun und Hat. Ha! Kleiner Einstein oder was? Ey, was machst du hier? Der heißt Robelo. Bist du etwa link? Ja. Wenn du link wärst, dann gäbe es etwas, was ich dir sagen muss. Kannst du irgendwie beweisen, dass du der echte Link bist? Ja, Mann, Alter, hier, ich bin's. Ausweis.
Vielleicht könntest du dir die Wunden an deinem Körper zeigen, die du vor Jahren erlitten hast. Ach, ich muss mich einfach ausziehen, oder was? Okay. Alles? Ich weiß nicht. Bisschen komisch, oder? Ich mach mal alles, ich lebe mal alles ab, einfach. Wahrscheinlich ist das der Trigger. Oho, sagt er. Genau, dein Körper trägt unzählige Namen, ich erinnere mich. Die meisten so gut verheilt, aber die stimmen mit den Verletzungen überein, welche die Verheerung dir zugefügt hat. Mhm. Gut. Gut, du bist wohl wirklich der echte Link. Dann sollte ich mich auch einmal vorstellen. Ich bin eine Koryphäe der Wächterforschung. Aha. Und Direktor des Arcana-Instituts. So typisch Japan, ey. Ich bin beeindruckt, dass du es bis zu diesem entlegenen Ort geschafft hast. Ja gut, ich habe einen Tipp gekriegt aus dem Forum, sorry, Leute. Aber alles andere wusste ich nicht, übrigens. Bin gerade, falls sich jemand gerade denkt, mit den Kleidern ausziehen, wie schnell ich da drauf gekommen bin, ich bin selber gerade erstaunt darüber, wie schnell ich darauf gekommen bin, dass ich einfach die Klamotten ausziehen muss. Tatsächlich kann ich auch manche Sachen selber. Okay. Hast du die alte Pura schon besucht und sie um ihre Hilfe gebeten? Pura ist ein Kind, sag ich einfach mal. War das jetzt unhöflich? Hat ein Kind. Pura wurde verjüngt. Okay. Was, sie ist jetzt ein Kind? Wirklich im Ernst? Aha. Hm, das sieht immer wieder ähnlich. Ich nehme an. Ich weiß. Okay, alles klar. Das ist ein Heavy Metal Professor. Ja, ihr habt es ja mitgelesen. Ich glaube nicht, dass ich es jetzt großartig zusammenfassen muss. Das ist ja der Klassiker. Also ich bin halt der Held. Verheerung, wir werden zusammen zerstören. Lass uns zusammenarbeiten und die Verheerung an Ende setzen. Hm? Ja, antike Ausrüstung. Ah, ja. Da ist es jetzt. Jerry bzw. der Shika-Ofen stellt antike Ausrüstung. Aber leider ist sie angeschlagen. Hm. Muss wieder die blaue Flamme vom Flammenbaum holen. Okay. Ich hole die Flamme als erstes, oder? Okay. Bei denen läuft voll die funky Mucke. Okay, warte, schnell die Flamme holen. Und vor allem anziehen schnell. Ich bin jetzt hier draußen wieder komplett angreifbar, so. Die Kletterhose. Sonst brauchen wir nichts, ne? Achso, das bringt mir auch noch. Das ja nämlich. Oh, ich glaube, die Hylioköpfe habe ich schon oft jetzt nicht mehr angehabt. So, wo gibt's denn das blaue Feuer hier? Ah, das gibt wahrscheinlich einen Wegpunkt, oder? Nee. Okay, muss ich wo finden. Ja, hier ist auch so ein toter Wächter. Ja, vielleicht erklärt er mir auch, wie ich jetzt die Schilder benutzen kann gegen die Wächter oder so. Ich geh jetzt einfach mal hier hoch. Oh, scheiße. Er braucht zwei. Oh, schade. Ja, Pfeilverschwendung, ich weiß, bla bla bla. Da ist so ein blaues Feuerding, ne? Okay, cool. Was ist das? Auch ein Schrein? Der sieht auch geil aus. Okay, jo. Aber wie komme ich denn jetzt den ganzen Weg da zurück? Da muss ich jetzt ganz außen rumlaufen. Da unten ist auch nochmal so ein blaues Ding. Ah ne, das ist ein Schrein. Okay. Ja, lass mal gucken jetzt, was hier abgeht, Freunde. Das schaffen wir die Folge noch, dass wir das aktivieren. Wir haben noch 10 Minuten. Ich hab Bock, das für euch zu machen. In time. Dafür müssen wir auch mal so ein bisschen Gregor-Style machen. Sorry, Gregor, falls du guckst.
Aber er sagt ja selber, er spielt sehr pragmatisch. So, liegt hier eine Fackel vielleicht? Oder muss ich die Keule nehmen? Mal gucken, ob irgendwo eine liegt. Ansonsten kann ich ja eigentlich auch... Was ich auch schon lange nicht mehr gemacht habe, ist einen Baum fällen. Ich könnte aber auch einen Pfeil nehmen. Irgendwie will ich mal kurz gucken, ob hier doch eine Fackel liegt. Man kann halt mit Fackel nicht rennen, ne? Deswegen würde ich die jetzt erstmal... Gut, ich mach den mal erst... nee. Okay, wir machen's so. Ich hab nicht mal was aus Holz. Okay, das hat sich also erledigt. Ich muss erstmal kurz eine Keule von denen holen. Ach so, oder ich mach's tatsächlich... Okay, ich hab eine Idee. Also, ich nehme einen Pfeil. Ah, nicht so. Ach so, warte mal, nein, ich will gerade was anderes machen. Jetzt habe ich es doch, so wollte ich es haben. Okay, jetzt brennt's. Ein Pfeil verschwendet, ich weiß. So, wie lang brennt der aber, ist die Frage. Nicht lang. Scheiße. Ah, es ist eigentlich so einfach, ey, und ich mache hier voll das Viech draus hier. Komm hier hin. Da ist eine Fackel. Oder eine Rute. Okay, gut. Rude, alle Rude. Ja. Ach, oh, Leute. Ach, Mann, die Ausdauer war weg. Schwein da oben, ey. So. Piss dich. Keine Waffe. Oh, jetzt bin ich tot. Ja, ich muss schnell was essen. Ja, ja. Ich wäre gerade gestorben, ich wäre gerade einfach richtig tot. Da fällt mir gerade auf, die Melodie ist ja genau gleich wie dieses Du bist der hellste Teil an meinem Horizont. Merci, dass es dich gibt. Lalalal. Lalalal. Ich muss wegwerfen, auch wenn es eine gute Waffe ist, aber ich brauche eine Rute. Die ist, glaube ich, besser. Was kann die Stachelmapgold? Die ist auch nicht schlecht, ne? 27. Aber ich brauche die Rute, weil ich muss mal das Feuer nehmen. Das Feuer, das blaue Feuer. Denn wir haben noch 7 Minuten und ich möchte gerne den Zuschauern einfach bereiten, dass sich das jetzt einfach einsammeln und dass wir dann gemeinsam irgendwie auch einfach mal gucken können, dass wir irgendwie eine Rüstung irgendwie kriegen. So. Wenn ich renne, ist es dann aus? Ja. Hätte ich da oben testen sollen. So. Jetzt tut es, lieber Jenkins. Zurück zum Institut. Wir müssen den Gegnern aus dem Weg gehen. Den Weg aus den Gegnern gehen. Und ich zünd immer mal wieder auf dem Weg so eins an. Damit, falls ich irgendwas Dummes tue, was höchstwahrscheinlich der Fall sein wird, ich mir das da holen kann. So. 5 Minuten 30, Leute. Freunde der Sonne. Darum geht's. Hier lang geht's. Okay, alles klar. Ich muss also diesen ganzen... So ist es wohl gedacht, dass man hier so einen Umweg geht. Damit es eine Challenge ist. So haben die sich das gedacht, die Macher hier. Und nicht anders. Die Zelda-Macher. So, die bewachen das natürlich. Weil die richtig krass sind. Weil die wissen genau, hier kommt alle Jubeljahre mal so ein Recke vorbei, der sich blaues Licht holt. Damit er sich geile Rüstungen machen kann und in 5 Minuten sich beeilen will und damit er sein Let's Play cool machen kann. Das wissen die. So, das ist schon mal gut. Alles klar. Oh, Rute ist zerbrochen. Oh, aber auch keine Sekunde zu spät, ey du. Okay, ich brauche schnell wieder eine Rute. Oder irgendwas Hölzernes. Könnte knapp werden mit den 5 Minuten. Ach, da oben. Scheiße.
Scheiße, der hat auch nichts. Wo kriege ich denn jetzt Holz her? Wo sind meine Pfeile? Was ist, wenn ich jetzt das einfach hier... Das ist doch irgendwie, ne? Gibt's mir da eine Route? Hm. Scheiße, Mann, ich brauch Holz. Ich muss den killen, damit ich seine Lanze, sein Dings krieg, seinen Bockstock. Stirb. Ja, über die Lanze. Alles klar. Okay. 3 Minuten 30, Leute. Let's do this. Wie, das geht nicht? Das ist doch Holz. Oh, scheiße. Lei. Hier sind die Fackeln. Nicht lange Fackeln. Bockstock ist zum Beispiel das Holz. Oh ja, ich schlag mich gerade ganz gut. Den mach ich auch noch schnell. Komm, stirb. Du triffst mich nicht. Alles klar, nicht schlecht. Hab ich gut aufgemischt, die Freunde hier. Okay. Nicht schlecht. So, da war doch was Hölzernes. Hier, der hatte doch hier so ein... Das ist doch irgendwie, ne? Die sind doch das Holz. Ja, warte. Ach, bitte, wenn du mich jetzt killst, ne? Dann bin ich echt sauer. Keine Sekunde zu früh. Okay. Oh, das ist echt ein Herzinfarkt-Level gerade, ey. Das geht auch nicht, oder was? Oh. Scheiße. Ich brauche fucking Route oder so. Ich hab keine. Ah. Ja, Steffen hat's gerade gesagt. Oh, ich schäme mich so. Ich schäme mich so. Es regnet ja. Wenn es regnet, kann er natürlich kein... Kann man natürlich kein Holz entzünden. Auch wenn... Also, ja. Aber hey. Nee, sag jetzt nichts. Sag einfach nichts, Tony. Akzeptier den Fehler. Und erklär dich nicht. Ja, wir müssen jetzt irgendwie warten, bis Regen aufhört. Ich hab's jetzt leider doch nicht geschafft. Wir haben noch eine Minute Sendezeit. Oh, war das peinlich. Okay, liebe Freunde, ich mach mal schon mal eine Abmoderation. Ich speichere mal derweil. Ja, schön, dass ihr so geduldig mit mir seid. Ich hoffe, ihr wart jetzt auch gerade geduldig. Ich kann's ja jetzt nicht, ich kann ja nicht... Wahrscheinlich habt ihr schon die ganze Zeit gesehen, dass es regnet, ne? Und nur ich nicht. Ja. Sorry. Trotzdem schön, dass ihr dabei bleibt. Ich hoffe, ihr bleibt auch weiterhin dabei. Ich freue mich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Meine Session ist für heute beendet. Ich kann euch nur sagen, ich habe heute sehr angeschlagen und müde begonnen. Und hoffe jetzt auch, dass die Folge vielleicht die vier Folgen, dass die vielleicht das. Ich hoffe, man hat es nicht zu sehr angemerkt. Jedenfalls war ich ein bisschen angeschlagen. Jetzt habe ich aber durch Zelda wieder gute Laune bekommen. Ist das nicht schön? So viel kann man zu diesem Spiel schon mal sagen. Also, haut rein, bleibt geil, wir sehen uns. Ciao.